Hallo und seid schön gegrüßt zu einem Video auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise zu einem neuen Video. Und zwar habt ihr das Video der Amazon Surprise Box vermutlich gesehen auf meiner Webseite, auf meinem YouTube-Kanal meine ich. Wenn nicht, schaut nochmal in die Beschreibung, dort findet ihr einen Link zu dem Video. Diese Box war großartig und voll mit Süßkram, und weil da einiges an Süßkram drin war, den ihr persönlich sehr gut findet und den ich persönlich wahrscheinlich auch sehr gut finde, dachte ich mir, ich stelle euch drei Stück davon vor. Hier ist Video Nummer 1, und zwar vom Knoppers Nussriegel. So, ich habe den ehrlich gesagt noch nicht probiert, deswegen bin ich sehr gespannt, was ich davon halten soll, denn letztlich kam es mir zunächst so vor, dass es mehr oder weniger nur so ein Knoppers ist in neuer Form. Ich habe dann aber erfahren, wie man hier aber auch am Bild sieht, wo ich es mir jetzt genau angucke, dass da so eine Art Karamellcreme drin ist, und das könnte natürlich ziemlich genial sein. Die Dinger bekommt ihr zum Beispiel bei Aldi, habe ich sie neulich auch gesehen, bei Aldi Nord zum Beispiel. 4 Stück für 1,99, also 50 Cent für einen so einen Riegel. 40 Gramm sind da drin. Ja, wir können ja mal gucken, was da so drin sein soll. Und zwar ist das ein Waffelriegel mit 14,4% Milchcreme. Kennen wir so von Knoppers. Wenn ich übrigens etwas nasal rede, ich bin relativ erkältet. Von daher sei es mir verziehen, dass ich mich so ein bisschen beschissen anhöre. Nougat-Creme 14,1%, gehackte Haselnüsse 13,4% und zartem Karamell, bäm, 22,2% umhüllt von Vollmilchschokolade. Okay, Schokolade-Karamell macht allein über 50% aus, kann nur geil sein. Zutaten, wer hätte das gedacht, als erstes Zucker, heißt am meisten ist drin. Ja, wundert uns überhaupt nicht. Wir können uns dazu auch mal die Nährwerte angucken. 31,8 Gramm Fett, 52 Gramm Kohlenhydrate, davon 38 Gramm Zucker, ein bisschen Eiweiß, 535 Kalorien pro 100 Gramm. Ist natürlich eine Süßigkeit. Ist dann jetzt nicht mehr das kleine Frühstückchen? Nein, nicht wirklich, sondern eher ein süßer Snack. Ist aber jetzt auch nicht zu verurteilen. Boah, ich muss gleich mal die Nase putzen. Moment. Ich glaube, es ist nicht wirklich besser, aber ich fühle mich zumindest etwas besser. Ist eher eine Süßigkeit statt ein Frühstückchen um 9:30 Uhr morgens. Von daher lassen wir das mal so offen. Ist von der Marke Stork übrigens, kennt man ja auch. Und ja, das Ding mache ich jetzt mal auf und dann gucken wir da mal rein, wie das aussieht. Die Frage an euch übrigens auch natürlich mal wieder: Kennt ihr den Knoppers Nussriegel? Wenn ja, was haltet ihr von dem Riegel? Wäre ich sehr gespannt, wenn ihr mir dort in den Kommentaren etwas zu eurer Meinung sagt. Also schreibt, hat er euch geschmeckt, findet ihr ihn nicht gut, unnötige Erfindung, was auch immer ihr dazu sagt. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir was dazu in die Kommentare schreibt. So, das ist der Riegel erstmal. Ja, dieses kennt man von Knoppers, ne? Das ist unten auch so ein Relief beim Knoppersriegel. Ansonsten sieht man, dass er wie so ein Snickers voll in Schokolade reingetaucht ist. Es ist also soweit schon mal ganz spektakulär, sage ich jetzt mal. Hier quillt schon der Karamell raus. Das ist schon mal sehr geil. Nehmen wir mal hier so ein Messer, also ein Teller. Übrigens ein Ben Jerry's Teller aus New York. Und dann schneide ich mir das Ding hier mal so an. Knackig. Wie die Waffel auf jeden Fall schon mal vom Knoppers Nussriegel. Vom normalen Knoppers. Und man sieht tatsächlich, das kommt uns sehr bekannt vor, würde ich sagen. Wir haben unten quasi das Knoppers, wenn wir jetzt mal die Schokolade außen nicht betrachten. Oben haben wir jetzt aber dick Karamell drin. Das sieht geil aus, würde ich sagen. Und können wir mal gucken, wie noch so ein bisschen... Boah, jetzt fällt das hier wieder um. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Kamera so schön gut ranzoomen kann. Ja, ihr seht jetzt auf eurem Bildschirm die gigantischen Knoppers. Jetzt können wir uns das Ganze mal noch genauer angucken. Nehme ich mal hier so ein Messer zum Zeigen. Hier unten haben wir die Waffel. Dann haben wir hier die Milchcreme. Nochmal eine Art Waffel. Das hier wird wohl der Nougat sein. Hier haben wir Haselnüsse und hier haben wir das Karamell. Und außen die Schokolade. Ja, das ist der Vorteil von 4K-Videos. Selbst wenn man ranzoomt, ist alles noch relativ scharf. Ja, jetzt hört es dann irgendwann auf, aber schwupp, wir gehen mal wieder raus. Sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir optisch auf jeden Fall. Ja, ich werde da mal hier so eine Snack-Portion mir quasi reinschrauben. Oh. Sehr geil, Leute. Mhm.
Ich kann sie atmen, wenn ich schmecke, ey, scheiße. Oh ja, sehr geil. Extrem süß. Die Milchcreme ist echt ein Hit. Die schmeckt man. Das Karamell oben. Ich finde, das geht von der ganzen Süße etwas unter. Es ist auch so ein bisschen, ja, zäh ist es. So ein bisschen wie Karamell halt sein soll. Was soll ich sagen, Leute? Das Ding ist echt lecker. Kann man nicht jeden Tag essen. Da geht man wahrscheinlich auseinander. Aber sowas ist auch immer in Maßen einfach als Balsam für die Seele da. Ne? Man darf sich ja nicht immer nur alles enthalten, sondern man muss sich auch etwas gönnen. Denn die wichtigste Gesundheit ist eigentlich nicht die des Körpers fast schon, sondern die der Seele. Und deswegen muss man sich ab und zu auch etwas gönnen. Selbst wenn es knapp 200 Kalorien hat, dieses kleine Ding. Eine Portion 40 Gramm. Ja, 220 Kalorien ungefähr. Das ist so viel wie ein Brötchen belegt mit Wurst und Käse. Kann man mal machen, ist gut und man ist danach mit Sicherheit happy. Ich bin es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dazu lasst, wie ihr diesen Riegel findet. Und ich bin gespannt. Macht's gut, bis bald und ciao.